Novene zum heiligen Antonius, 5. 6. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heiliger Antonius, Gott hat dich zum Verkünder des göttlichen Wortes bestellt und dir die Gabe verliehen, durch die Kraft desselben die Guten zu stärken und die Sünder zu bekehren. Hilf uns, das Wort Gottes immer mit gutem Herzen aufzunehmen. Dein Wort ist meine Leuchte, meinen Füßen und ein Licht auf meinen Wegen. Psalm 118, 129. Bitte für uns, o heiliger Antonius, damit wir würdig werden der Verheißung an Christi. Allmächtiger Gott, du hast dich gewürdigt, deine Kirche durch die Verdienste und durch die Predigt des heiligen Antonius zu erleuchten. Verleihe uns, deinen Dienern, dass wir dein Wort stets gerne hören und durch die Tat vollbringen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Litanei zum heiligen Antonius von Padua. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser. Heilige Maria, bitte für uns. Heiliger Antonius von Padua, bitte für uns. Du treuer Diener des Allerhöchsten, bitte für uns. Du Zierte deines Ordens, bitte für uns. Du Säule der Kirche, bitte für uns. Du Mann nach dem Herzen Gottes, bitte für uns. Du Lilie unversehrter Reinheit, bitte für uns. Du Liebhaber der Armut, bitte für uns. Du Muster der Demut, bitte für uns. Du Vorbild des Gehorsams, bitte für uns. Du Spiegel der Geduld, bitte für uns. Du Lehrer der Jugend, bitte für uns. Du apostolischer Prediger, bitte für uns. Du Besieger der Ungläubigen, bitte für uns. Du Schrecken der bösen Geister, bitte für uns. Du Tröster der Betrübten, bitte für uns. Du Bote des Friedens, bitte für uns. Du Erwecker der Toten, bitte für uns. Du Helfer der Notleidenden,
Bete für uns. Du Erlöser der Gefangenen. Bete für uns. Du Wiederbringer verlorener Dinge. Bete für uns. Du mächtiger Fürbitter. Bete für uns. Du großer Wundertäter. Bete für uns. Du unser liebevoller Schutzpatron. Bete für uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Verschone uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erhöre uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erbarme dich unser. Bitte für uns, o heiliger Antonius. Dass wir würdig werden der Verheißung an Christi. Lasset uns beten, wir bitten dich, o Herr. Lasse uns durch die Verdienste und Fürbitte des heiligen Antonius, deines glorreichen Bekenners, in allen Anliegen und Nöten Trost und Hilfe zuteil werden. Verleihe uns, dass wir mit deiner Gnade seine heiligen Tugenden erlangen und dereinst mit ihm und all deinen Heiligen in der ewigen Herrlichkeit vereint werden. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindern. Uns allen deinen Segen gib. Amen. Amen.